In dieser Folge vom Bewusstsein und Physis Podcast. Leute haben auch darüber berichtet, so ja, ich habe dieses Neuropeptid genommen, seitdem kein Brain Fog mehr, ich kann mich richtig gut konzentrieren, die Verbal Fluency ist dann noch besser, die haben keine Ängste mehr. Also die Vorstufe ist von den Neurotransmittern, also quasi für Endorphine, Serotonin und Melatonin, was man auch dann davon erwarten kann, wenn man das halt nimmt, dass man auch eben ruhiger ist, viel gelassener durchs Leben geht und auch besser dadurch schlafen kann, ohne dass es dich zum Beispiel jetzt komplett weghaut wie eine Schlaftablette oder Benzodiazepine oder so, ne? Dass es da auch einen regulatorischen Effekt aufs Gehirn hat. Bewusstsein und Physis. Der Gesundheitspodcast. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Manchmal verdienen die Menschen mehr. Manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Du bist nicht dein Job. Du bist nicht das Geld auf deinem Konto. Auch ich kenne dieses Gefühl, das ungeahnte Kräfte in einem wecken kann. Ich sehe so viel Potenzial, wie es vergeudet wird. Du bist besser! Grüß dich, Thomas. Ja, hi. Bist du bereit für einen Podcast? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, ich war heute schon ein bisschen einkaufen und in der Ghoul-Maschine, ich weiß nicht, ob du weißt, was die Ghoul-Maschine ist. Nee. Hast du eine Idee, was es sein könnte? Also, wie wird es geschrieben? Also, oder Ghoul, also G-H-U-L und dann Maschine. Also Ghoul ist ja, ne, ist es nicht da irgendwie so ein komisches, mystisches Wesen oder so? Oder? Das ist so ein Wesen mit so sehr ranziger Haut. Und ja, genau, genau. So. Und ich bin da auf dem Weg vorhin hier drauf gekommen, so wie können wir den Podcast einleiten? Und dann dachte ich mir, ich lasse dich so vielleicht auch so ein bisschen rumraten, was bestimmte Formulierungen bedeuten können. Ja, genau, genau. Okay. Und ich gebe dir einen weiteren Tipp. Ich war 15 Minuten in der Ghoul-Maschine. 15 Minuten Ghoul-Maschine. Warte mal. Also ein Viech mit einer ranzigen Haut. 15 Minuten. Also ich bin quasi das Viech mit der ranzigen Haut am Ende. Aber ich war im Solarium und ich habe halt einfach dann beim... Ach so. Ich habe halt am Ende dann diesen Geruch, ich weiß nicht, ob du selber mal Solarium gehst manchmal. Ja. Das ist ja dann dieser Geruch von dieser Wärme und der Hitze und der Haut und so, weißt du, was ich meine? Genau, ja. Ja, ich weiß nicht genau, was du meinst. Ja, das riecht irgendwie immer so special, ne? Und genau, heute früh, da war ich noch, da habe ich mich gefühlt wie eine Prostituierte so ein bisschen. Weißt du, was das sein könnte, was ich da gemacht habe? Keine Ahnung, vielleicht die... Ich dachte, die wären voll leicht. Was sagst du? Ja. Nee, also ich weiß nicht, ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Das war Rotlicht. Ach so, ja gut, okay, das sagt ja schon mal einiges. Okay, ja, stimmt. Ja, da haben wahrscheinlich ein paar Informationen gefehlt noch, aber naja, okay. Genau, ja gut. Also da war Rotlicht auch im Solarium oder? Nee, das war quasi früh, also ich habe früh dann direkt das Rotlicht angeworfen. Später war ich dann im Solarium. Okay. Solarium macht ja meistens erst so 7, 8, 9, wenn überhaupt, auf. Ah, okay. Ja. Genau. Worüber sprechen wir heute, Thomas? Ja, also ne, ich wurde ja von dir quasi eingeladen. Nochmal danke dafür, ne, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, dabei zu sein. Du hast mich gefragt quasi über Peptide, ne, was die halt eben alles, generell, was sind Peptide, was können die, was kann man denn damit erreichen, was für gesundheitliche Vorteile haben die. Und ja, wie gesagt, also das ist halt eben Thema. Quasi Hauptthema. Wir können aber auch noch ganzheitlich drüber reden. Also es gibt noch natürlich noch mehr als Peptide, ne? Aber genau richtig. Das ist schon mal einen guten Überblick gegeben, denke ich. Es gibt hier im Podcast so ein paar verschiedene, ich nenne es mal Rituale. Eins davon ist unter anderem auch so ein paar Fragen zu stellen, dass die Leute dich einfach ein bisschen besser kennenlernen, wer du so bist, wie du so tickst, was du so für Hobbys hast, wie du so deinen Alltag lebst. Und wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich dir immer ein paar Fragen stellen, einfach. Klar, kein Problem. Ja. Was ist deine Lieblingsschuhmarke? Puh, habe ich echt wirklich keine, aber ich trage aktuell die Groundies, also quasi Barfußschuhe. Mhm. Die machen schon enormen Unterschied, also ne, muss auch sagen,
merkst du auch wirklich direkt Barfußschuhe, normale Schuhe. Also wenn man Barfußschuhe trägt oder mal ein bisschen spazieren erstmal geht, kommt man sich so auch direkt geerdet davor, was ich echt cool finde. Und das Laufen macht dadurch echt Spaß. Ne? Also es ist wirklich so, also klingt jetzt erstmal so ganz banal, aber genau, Laufen macht da echt Spaß, muss ich sagen. Ja. Das ist geil, ja. Genau. Ja. Ich habe auch so ein paar. Und dann, ja, erzähl. Genau, wenn du da zum Beispiel jetzt die Standardschuhe anziehst, die du dann davor anhattest, ja, und dann denkst du dir, wie zur Hölle kann man mit dem Klotz da rumlaufen? Ja. Also, ist so, genau, richtig. Das ist, ich finde es auch manchmal krass, wie teilweise Profisportler und so lange in den engen Schuhen sind und Fußballer und so, dass die eigentlich überhaupt noch funktionieren, die Füße. Also das ist echt Wahnsinn manchmal. Ich habe ja noch ein paar Earth Runners, die habe ich mir aus Amerika bestellt. Leider habe ich mich bei den Größen verguckt und habe jetzt irgendwie statt einer 44,5, die ich eigentlich sonst habe, irgendwie so eine 39 oder eine 40 rumliegen. Kein Schwein will die haben. Die passen mir überhaupt nicht. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, ich habe auch in einen Podcast ja jemanden eingeladen. Mal gucken, ob er kommt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Emanuel Bolander von YouTube. Der macht so viel in die Richtung auch. Barfuß und sowas. Das sagt mir leider, also sagt mir leider nichts, aber Freiläufer, der gemacht, glaube ich, hießen die oder so. Naja, mal gucken. Dann gucke ich da mal. Ja. Ja, der macht das jetzt nicht mehr aktiv, aber ich habe ihn trotzdem eingeladen einfach. Was benutzt du für eine Zahnbürste? Ja, das sind die, so diese aus Bambusholz, ne? Also quasi, also kein, ich glaube mal, das ist Bambus. Also, bisschen angekommen. ja, genau, genau. Auf jeden Fall, genau. Also klar, Plastik und so weiter, ne? Also muss man sich nicht drüber streiten, das ist auf jeden Fall nicht gesund und genau richtig. Klar, natürlich aus dem hormonellen Aspekt kann man auch noch sagen, Plastik so gut es geht meiden. Deswegen auch die Holzzahnbürste, genau. Ja. Wie stehst du so zu elektrischen Zahnbürsten, Schallzahnbürsten, also wegen der Strahlung am Kopf und so? Was denkst du da? Ja, also ich hatte in der früheren Zeit, also was frühere Zeit, also keine Ahnung, da war 15, 16 hatte ich mal eine, aber das war irgendwie nie so praktikabel. Ne? Also hat so irgendwie ein bisschen, ja, ich fand es irgendwie, keine Ahnung, wie sinnlos und lieber selber Hand anlegen, ne? Quasi als das Ding halt machen lassen. Ne? Der No-Fab-Podcast war schon mit Vakura. Genau, richtig. Exakt, genau. Ja. Also ich hab, genau, und ja, kannst du mal. Also ich hatte lange Handzahnbürste, also manuell. Jetzt hatte ich dann lange Zeit auch eine elektrische und jetzt bin ich auf Schall umgestiegen und ich muss sagen, dass ich es echt richtig angenehm finde und das Gefühl habe, dass da richtig viel von dem Zeug runtergeht, was runter soll, so im Vergleich zu vorher. Ja. Cool. Naja, das müsste ich mir dann auf jeden Fall mal angucken, weil Schall, generell Ultraschall und das Ganze hat echt auch wirklich sehr interessante, sagen wir mal, Wirkungsweisen und ja, gesundheitliche Vorteile. Also muss ich mir auf jeden Fall mal näher angucken. Ja, das ist vor allem lustig, weil als ich sie das erste Mal benutzt habe, musste ich mega lachen, weil das so gekitzelt hat. Kann ich mir vorstellen. Ja. Was hast du heute gegessen schon? Hast du heute schon was gegessen? Ja, also klar, mein typisches Frühstück, ne? Also schon seit gefühlt 10 Jahren immer das Gleiche. Also Rührei, ne? Also die 5 bis 6 Eier, ne, reingeschlagen in die Pfanne, umgerührt mit bisschen Milch und Butter. Jetzt habe ich was Neues bisschen dazu gemacht, bisschen Knoblauchwurst, ne, dazu. Die Freundin freut sich immer jeden Morgen, ne, über den Geruch, aber putzt du vor oder nach dem Essen Zähne? danach. Also mit der Knoblauchwurst auf jeden Fall danach, genau. Ja, das ist seit 10 Jahren, sagst du, dein Standardfrühstück so in die Richtung? Rührei, alles? Genau, richtig. Also das ist immer, hält immer sehr lange satt und finde ich auch, ist immer eine gute Sache, weil Kohlenhydrate früh am Morgen, ja, ne, kann man sagen, Cortisolspiegel wird dann halt unterdrückt, ne, den man halt früh am Morgen hat und quasi der katabole Teufel, ne, wenn man dann Muskel aufbauen will, ist es ja gut, ne. Aber ja, ich denke, ich habe jetzt da nicht so einen großen Unterschied gemerkt, wenn man jetzt bezüglich Muskelaufbau Kohlenhydrate eben weglässt oder halt dann früher morgen isst. Ich finde, es gibt mir immer wirklich einen sehr guten, stabilen Blutzuckerspiegel und ja, Konzentration und ja, generell, also die Maschine läuft dann einfach besser. Ne? Ja, ja. Nimmst du das ganze Ei und machst du manchmal nur Eigelb oder sowas in die Richtung?
natürlich das ganze Ei. Das wäre ja Verschwendung. Wie, also, wie bist du da der Ansicht so, was das Eiweiß angeht und so, was die Nährstoffaufnahme angeht und Unverträglichkeiten so vom ganzen Ei? Wie ist da deine Meinung, deine Erfahrung? Also, ich würde sagen, also, man muss noch dazu erwähnen, früher als Kind habe ich nur das Eiweiß gegessen. Also nur, kann man sagen, das Eigelb habe ich irgendwie gemieden. Ich habe keine Ahnung warum. Fand ich irgendwie nicht so lecker. Dann habe ich immer ganz professionell die hart gekochten Eier immer so. Mhm. Ne, also nur Ei, außen, genau, nur außen alles. Ne, mit schön viel Salz, immerhin das. Ne, aber genau, richtig. Also ja, ich muss halt sagen, es gibt ja halt eben die Theorie oder diese Annahme, dass das Eiweiß in dieser Hinsicht, wenn es halt roh ist, Nährstoffaufnahme eben hemmen soll, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so viel Erfahrung damit, aber ja, da die Eier sowieso meistens immer gebraten oder gekocht werden, also rohe Eier, ja, ab und an mal probiert, aber ich habe jetzt auch nicht so viel gemerkt, also der Darm hat immer noch gut reagiert und keine Probleme mit der Verdauung, aber ja, ist halt vom Geschmack halt besser, finde ich jetzt, wenn es halt eben gebraten ist. Ja, das stimmt. Ist schon angenehmer irgendwie. Ja. Mhm. Was machst du so hobbymäßig? Irgendwelche Bewegungssachen? Wofür interessierst du dich so? Sport, Training, Bewegung? Also aktuell ist es halt eben die, klar, also Fitness, ne, Fitnessstudio, quasi Kraftaufbau, Muskelaufbau, klar, Fahrradfahren und so weiter. Das ist halt eben aktuell die einzige Bewegung, die ich halt eben mache. Also quasi als Sport. Ja, ja, nice. Wie alt bist du? Ich bin 31. 31. Ja, okay. Bist du ungefähr so meine Generation, so die Dragon Ball Generation? Ja, genau, richtig. Oh Gott, die Zeiten. Damals RTL 2. Ja, mega. Ne? Ich habe mal diese Synchronsprecher, die Sprecherkartei angefragt wegen der Synchronstimme von Son Goku. Tommy Morgenstern ist er so, irgendwie, glaube ich, oder so. Oder Daniel Morgenstern. Mhm. Fällt mir gar nicht ein, aber der hätte für, will jetzt nicht so viel droppen, aber es hätte mehrere tausend Euro gekostet, ein 30 bis 60 Sekunden Intro einsprechen zu lassen. Aber ja, mal gucken. Ist nicht vom Tisch, das Thema bis jetzt. Genau. Wir haben jetzt schon so ein bisschen dich kennengelernt und du hast jetzt auch schon erzählt, worüber wir sprechen werden. Und möchtest du gerne noch mal ein bisschen was zu dir erzählen? Soweit ich weiß, bist du angehender Heilpraktiker und Gesundheitspfleger, machst du auch, ne? Und ich weiß nicht, ob du in der Coaching-Richtung auch was machst. Ich meine mich zu erinnern. Genau. Also stell dich gerne beruflich, ich sag mal, ein bisschen vor, was du so deine Erfahrung gesammelt hast, was du so für einen Weg hast. Genau, also ich würde dann gerne mal starten, wie das überhaupt alles gestartet, so angefangen hat, ne, das Ganze. Ja, also das Ding war halt eben, mit 16 kam ich halt eben so auf die Idee, vielleicht mal Muskeln aufzubauen, mehr Sport zu treiben. Also ich war eigentlich immer sportlich. Also ich habe immer also ganz früher auch mal angefangen mit Geräteturnen, war im Turnverein auch. Dann kam ein bisschen Fußball dazu und dann auch natürlich noch Schwimmen. Die ganze Zeit über ging immer so, ja, die ganze Kindheit und im Teenageralter. Und ja, dann ungefähr so mit 16 bin ich mal ins Fitnessstudio gegangen, habe gemeint, das ist eigentlich ziemlich cool. Ne? Also du bist so eher so selbstbestimmt, kannst halt eben quasi dich so richtig auspowern. Und klar, Muskelaufbau war dann immer so das Ziel und Kraftaufbau. Man muss noch dazu erwähnen, ich war immer so sehr schlank, ne, als Kind und auch als Jugendlicher. Und da habe ich so nie verstanden, ja, so Ernährung und so weiter, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette waren irgendwie so ein Fremdwort. Eiweiß habe ich nur gekannt vom weißen Ei. Und genau, das ist halt eben, ja, da habe ich das so gedacht, gut, ja, wenn ich Muskel aufbauen will, ein bisschen was vom weißen Ei essen und dann kommt es schon. Ne? Und anfangs, ja. Du bist, wie groß bist du? Ich glaube, wir sind ungefähr gleich groß, oder? Also 1,80. Ah, okay, bist ein bisschen größer als ich. Wie viel hast du damals meistens so gewogen, wenn du sagst, du warst dünn? Also das Niedrigste war bei mir Tatsache 58 Kilo gewesen. Das ist, also keine Ahnung, was es geschuldet war. Man könnte es vermuten, Adrenalindominanz und aber auch wirklich zu wenig gegessen. Also, also klar, dreimal am Tag habe ich immer noch, aber das Frühstück damals, also im Gegensatz zu jetzt, zu den 6 bis 7 Eiern, die ich dann jeden Morgen frühstücke, war da höchstens nur so eine
So ein Schälchen Kellogg's oder. Kenne ich auch noch so diese Schoko-Cornflakes und diese Honig-Dinger und sowas. Genau. Das ist wirklich echt räudig, wenn man sich das so überlegt. Mit der schönen Name ich noch so, ja. Ja, genau. So. Oh Gott, nee. Das ist wirklich. Nee. Also wenn ich es heute machen würde, ich merke zum Beispiel auch, wenn ich dann heute so ein Schälchen Kellogg's futter, ich merke instant nach einer Stunde, wie mein Blutzucker dermaßen in den Keller fällt. Das ist wirklich nicht geil. Also das ist so ein ekliges Gefühl. Ne? Also deswegen. Es ist echt krass, wie lange Kinder und Jugendliche damit eigentlich überleben können, ja, mit dieser Industrieernährung, wie belastbar der Mensch ist. Ja. Genau. Das ist heftig. Ja. Das ist wirklich krank. Aber ne, man merkt, der junge Körper ist noch sehr resilient und kann einiges abhaben. Ne? Genau, richtig. Jo, genau. Und ja, also wie gesagt, 58 Kilo. Dann kann ich mich noch ganz genau erinnern am ersten Termin vom Fitnessstudio. Der Trainer hat so die typischen Check-ups gemacht mit Wiegen und so weiter, ne? Körperfettmessung und so. Da dachte ich mir so, okay, ja, der denkt bestimmt auch, ich wäre jetzt mega dünn und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ne, 58 ist zu wenig. Da so, ja, ich muss nicht mal auf die Waage gucken und kann schon sehen, dass du Untergewicht hast. Ne? Dann denke ich so, ja, okay. Jo, und dann habe ich mich natürlich... Ne, habe die Sache mal selbst in die Hand genommen. Die Eltern von Haus aus wissen natürlich nicht, ich musste denen erklären, was Kohlenhydrate sind, ne, zum Beispiel. Mhm. Also das haben sie auch nicht, also klar, wussten die auch nicht, also Essen ist Essen. Ne. Das stimmt, ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil für viele Menschen ist, egal was du im Supermarkt siehst, ist einfach alles Essen. Mhm, genau. Das wird nicht irgendwie unterteilt. Ne? Ja. Exakt. Ja, das ist also schon mal wichtig, so das Bewusstsein dafür zu schärfen, welche Stoffe es seitdem im Essen gibt und Makronährstoffe, Mikronährstoffe, wie sollte die Ratio sein und so weiter. Ne? Also das ist schon mal echt wichtig. Ja. Genau, richtig. Jo, und dann habe ich mich mal drüber informiert und also wollte ich mich mal erstmal drüber informieren. Dann habe ich mich mal damals auch in so einem Bodybuilding-Forum eben angemeldet. Das gibt es heute nicht mehr. Also man kennt ja Team Andro, ne? Sagt dir bestimmt was, ne? Genau. Das waren noch Zeiten. Aber es gab noch ein anderes, das war so quasi das allererste. Das war die muskelschmiede.de. Das war, okay. Das ist schon ein richtig geiler Name, ne? Das würde heute vielleicht sogar schon wieder punkten. Also weißt du, heute würde es vielleicht schon wieder funktionieren irgendwie. Genau, richtig so. Ich habe das mal vorhin gegoogelt. Also das gibt irgendwie eine Supplement-Firma mit dem Namen Muskelschmiede. Also schon echt geiler Name, muss ich sagen. Müssen wir jetzt rausschneiden wegen der Werbung, nicht Spaß. Ja, wer weiß, vielleicht sind die auch top. Ich weiß nicht. Ich habe mir es nicht genauer angeguckt, was die so anbieten, aber der Name ist schon echt richtig geil. Genau. Also da habe ich mich bei Muskelschmiede eben quasi angemeldet und die erste Frage war bei mir, wie sieht denn überhaupt ein guter Ernährungsplan aus, ne, für Muskelaufbau? Und dann habe ich mal halt so geguckt und habe die Tipps bekommen. Also ne, so ein Musterplan mit, glaube ich, fast 3000 Kalorien oder so. Und dann dachte ich mir, cool, okay, geil. Ne? Und dann war so das typische Frühstück oder mein damaliges typisches Frühstück war halt eben so Haferflocken mit fetter Milch, zwei Löffeln Eiweißpulver, dann alles zermixen und runterhauen. Ne? Mhm. Das war schon echt viel Kalorien, kann man sagen. Und ja, also verteilt waren so 6 Mahlzeiten, ne, am Tag. So dieses typische Oldschool-Bodybuilding-Muster, wie man halt futtert, ne? Und genau, richtig, das war halt eben so diese Anfänge, ne, wo ich dann mich dann immer mehr und immer tiefer in die quasi ne, Biochemie der Ernährung, welche Stoffe wirken wie, und da gab es auch so Themen wie wirkt halt eben so Chrom oder Zink oder Kupfer, und das fand ich schon sehr faszinierend. Und ja, also es ging dann immer so quasi, das war so der erste Schritt in die Richtung und dann ging es halt immer tiefer und tiefer. Ne? Genau. Das ist eigentlich interessant, weil ich denke, viele von den Zuhörern hier auch schon, ich sag mal, ein Level haben, wo das alles ziemlich basic ist für die Menschen. Ja, dass sie wissen, okay, Makronährstoffe, Mikronährstoffe und so, aber dass alle davon irgendwo mal angefangen haben, an irgendeinem Punkt ihrer Reise, ja, wo sie vielleicht noch gar nicht wussten, ist ein Apfel jetzt, ist es Fett, ist es Eiweiß, ist es Kohlenhydrate oder dass es das überhaupt gibt, diese Unterteilung. Ne? Mhm, genau. Und das ist immer so faszinierend, dann so rückblickend, so ging mir das auch letztens, so rückblickend so zu gucken, okay, ich habe mich 5 Jahre vegan ernährt und was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren ernährungstechnisch so passiert, so jetzt esse ich rohe Leber und so. Ne? Das ist irgendwie schon krass, was da, wie die Anfänge manchmal sind und in welche Richtung es geht. Genau.
Der Bewusstsein und Physis Podcast ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Durch all die Gespräche und Kontakte, die sich ergeben haben, konnte ich dutzende Kooperationen aufbauen. Inzwischen gibt es unzählige Rabattcodes für dich als Hörer, die du nutzen kannst. Ich habe mir mal die Zeit genommen und all diese Codes für Lebensmittel, Biohacking-Tools und vieles mehr in eine übersichtliche Liste gepackt. Diese Liste findest du auf meiner Website unter bewusstseinundphysis.de unter dem Punkt Rabattcodes und auch unter dieser Folge in der Beschreibung. Mit diesen Rabattcodes kannst du bei vielen Partnern aus dem Gesundheitsbereich auf deine Bestellungen sparen und gleichzeitig diesen Podcast hier dabei unterstützen. Wenn du dir einen Rabattcode wünschst, der noch nicht auf der Liste ist, dann lass es mich gern wissen. Und weiter geht's mit dieser Folge. Manchmal brauchst du nur so einen kleinen Stupser, kann man sagen, und dann hat es halt eine große Wirkung. Ne? Oder man guckt einfach mal, wie kann man sich selber optimieren. Genau, Optimierung ist auch so das Stichwort. Ne? Dann kam halt eben bei mir so wirklich das Bedürfnis, komplett alles zu optimieren. Wie mache ich es optimal mit der Ernährung? Ne? Was ist dann zum Beispiel wichtig dabei? Was kann man denn dann noch so nehmen? Ne? Da kam ja natürlich so ein bisschen auch so der Gedanke, wie kann ich oder was kann ich denn noch nehmen, um zum Beispiel den Muskelaufbau zu beschleunigen? Oder was könnte ich denn noch nehmen, damit ich halt schneller regeneriere? Ne? Und da kamen halt eben die Supplements dann auch ins Spiel. Ja, dann gab es halt eben auch so, klar, Leucin. Ne? Leucin soll ja auch dann helfen, den Muskel schneller aufzubauen, weil es halt eben die Proteinbiosynthese nochmal anregt. Und ja, das waren halt eben so Sachen, wo ich richtig dran Spaß habe und heute immer noch dran Spaß habe und extremst coole Dinge gefunden habe. Mhm. Und bist du dann irgendwann zu Peptiden gekommen? Genau, richtig. Also das war ja hier quasi, das hat quasi einen längeren Weg. Also das kam erst ein bisschen später. Ne? Also das war ja halt, Peptide habe ich ja so vor, Pi mal Daumen, so 6 Jahren gefunden oder halt quasi entdeckt. Da habe ich mich ja immer mehr mit dieser Thematik befasst, bis ich dann irgendwann zum Biohacking gekommen bin. Und Biohacking an sich hat ja schon, sagen wir mal, eine große Community auf Reddit zum Beispiel jetzt. Reddit sagt dir bestimmt was, oder? Ja. Genau, und die haben ja echt viele, sagen wir mal, Kategorien und Themen oder die Subreddits und habe ich mich mal drüber eingelesen. Es ging da zu der Zeit, wo ich quasi die Hirnchemie optimieren wollte. Also Hirnchemie in dem Sinne, bessere Konzentration. Was könnte ich denn machen, damit ich besser lernen kann, bessere Konzentration an sich, bezogen zum Beispiel aufs Lernen, ne, für die Ausbildung oder auch für den Sport zum Beispiel auch. Es ist ja auch wichtig, dass man einen gewissen mentalen Fokus hat im Sport, zum Beispiel jetzt auch im Training, dass du die Mind-Muscle-Connection hast, dass du den Muskel richtig triffst oder spürst in dem Moment bei jeder Übung, bei jedem Satz. Was natürlich auch ein ausschlaggebender Faktor ist, dass du dann auch noch die neuronale Bahn stärkst, ne, dass es dann auch besser in deinen Bewegungsapparat eben überläuft. Ne. Mhm. Und da kam ich halt eben auch auf die Peptide, quasi auch Neuropeptide, kann man auch sagen. Also nochmal zur Erklärung, was Peptide überhaupt erstmal sind. Ne? Also Peptide sind Aminosäureketten. Und man kann sich vorstellen, also man kennt die Aminosäuren Glycin, Tyrosin, Arginin zum Beispiel. Wenn man die drei jetzt nimmt und zusammen verkettet, dann hat man eine Peptidkette oder halt ein Peptid. Ja, wenn man zum Beispiel Arginin nimmt, man kennt ja Arginin, man nimmt das, die Durchblutung wird gefördert und man kriegt einen guten Pump davon. Ne? Also so hat es ja früher, ne? Also gab es ja auch viele Artikel darüber. Und wenn du dann Tyrosin nimmst, Tyrosin ist so eher diese Komponente, die dich mehr auch wach macht, mehr Dopamin, mehr Noradrenalin in deinem Körper, sagen wir mal, damit dein Körper aus dieser Aminosäure diese Neurotransmitter bilden kann. Und ja, Glycin ist so dieser auch ein Baustein vom Neurotransmitter, was im GABA, also quasi dieser Neurotransmitter, der dich halt eben beruhigt. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel die Dinge einzeln nimmst, die werden auf jeden Fall einen Effekt haben auf deinen Körper. Aber wenn man die zusammen jetzt in so eine Kette macht, haben die eine ganz andere Wirkung. Also es sind quasi die drei gleichen Stoffe. Aber ganz vereinfacht gesagt, wenn die drei jetzt zusammen in einer Kette sind, haben die eine ganz andere Wirkung im Körper.
Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass es wie, also jetzt mal bei den Beispielen zu bleiben, A, B, C. Und ich nehme A einzeln ein, nehme B einzeln ein, C einzeln, haben die alle eine einzelne Wirkung. Und wenn ich A, B, C hintereinander mache, dann kommt was anderes raus. Genau, also kann man so sagen, A, B, C, also A plus B plus C ergibt gleich D und nicht A, B, C, D. Weißt du? Also und nicht A, B, C, genau, richtig. So, ja. Genau. Und das fand ich schon mal sehr faszinierend und auch spannend. Und ja, da gab es auch dann auch viele positive Berichte. Leute haben auch darüber berichtet, so ja, ich habe dieses Neuropeptid genommen, seitdem kein Brain Fog mehr, ich kann mich richtig gut konzentrieren. Die, ja, also hier verbale, also Verbal Fluency ist dann auch besser. Die haben keine Ängste mehr. Und das Geile war, nachdem sie aufgehört haben, diese Peptide zu nehmen, die Wirkung war immer noch da. Ohne, ne, dass sie zum Beispiel das ganze Zeit über durchgehend nehmen mussten. Und das finde ich, fand ich schon sehr cool, weil man kennt das ja von Medikamenten. Also man nimmt ein Medikament und muss es halt immer quasi das ganze Leben lang nehmen, wo man sich denkt, okay, ja, will man das? Muss man da? Also ich hat ja auch mit Langzeitnebenwirkungen was zu tun, ne? Wenn du ja ständig dir irgendwas, irgendwie einen Stoff reinbollerst. Und ja, bei Peptiden, nicht alle, aber die, die ich kenne, von den meisten, die haben eher so eine regulative Wirkung. Also man nimmt sie für eine gewisse Zeit, der Körper reguliert sich dementsprechend. Das ist ja, kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so eine, ja, wie so ein Bauplan, den der Körper bekommt. Und der Körper lernt quasi mit diesem Bauplan, wie er physiologisch oder, Klammern, normal arbeiten muss. Ne? Also kann ich mir das auch so vorstellen, dass jetzt bei Neuropeptiden zum Beispiel dann diese Bahnen einmal gelegt werden und dadurch... Genau. Das, okay. Genau, richtig. Also, interessante. Da wäre auch noch mal zu erwähnen, also es gibt ja die Forschung, dass halt eben im Gehirn bei depressiven Patienten oder bei Patienten, die eben Brain Fog haben, zum Beispiel auch nach Post-Covid oder ne, Post-Vac vor allem, insbesondere, da ist zum Beispiel dann auch so, dass die halt eben das durchgemacht haben, die haben Brain Fog, Konzentrationsstörung, Stimmungstiefs, Stimmungsschwankungen. Also man vermutet auch, dass es auch daran liegt, dass es BDNF, das ist auch ein, ja, also quasi auch ein Neuropeptid, kann man das auch so nennen. Also Brain-Derived Neurotrophic Factor. Den kann man auch übrigens im Blut seit neuestem messen. Finde ich auch sehr interessant. Okay. Und kannst du auf jeden Fall später nochmal mehr zu auch Bluttests und so erzählen oder zu den Tests, ja? Genau, richtig so. Ja. Mache ich auf jeden Fall. Genau, und das BDNF ist halt eben, kann man durch diese Neuropeptide erhöhen, also indem man dann Neuropeptide gibt, die diesem BDNF eben ähneln. Und ja, das wird meistens über die Nase gemacht, ne? Macht ja auch Sinn, die Nase hat ja die Verbindung, also quasi den Verbindungsnerv, den Hirnnerv, also der olfaktorische Nerv, der über den Riechnerv geht, geht innerhalb von 20 Sekunden direkt ins Gehirn und viele merken das auch, wenn sie so Peptide durch die Nase nehmen von der Neuropeptidklasse, dass die auf jeden Fall das so nach innerhalb von maximal einer Minute merken, dass es auf jeden Fall was im Kopf macht. Und krass. Das finde ich schon sehr faszinierend. Ich hatte gerade eine lustige Idee für einen Instagram-Beitrag. Auf der einen Seite so normal, das Kokain durch die Nase, dann Biohacking Edition, Peptide durch die Nase. Genau, genau. Ja, deswegen, ist das deswegen der Grund, warum Kokain und solche Sachen durch die Nase gezogen werden einfach? Weil das direkt wirkt dann? Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall Sinn macht. Also klar, allein schon aus dem Aspekt, dass die Nasenscheidewand gut durchblutet ist und dass es besser ins Blut kommt. Und ja, das ist zum Teil auch, kann ich mir gut vorstellen, dass es direkt über den Nerv ins Gehirn kommt und schnell anflutet, ne, und so weiter. Genau. Das heißt, jetzt haben wir Peptide, es sind Verkettungen von Aminosäuren. Die können wir, soweit ich das verstehe, beliebig zusammensetzen, verändern. Und können die dann, je nachdem, was die für eine Wirkung haben, in speziellen Gebieten einsetzen? Und genau, richtig. Dann sozusagen die positiven Effekte einmalig oder auf Dauer, je nachdem, zu haben. Okay. Genau, richtig. Also was auch noch ein sehr interessantes Beispiel ist, also Peptide können natürlich auch von Organen extrahiert werden. Ne, also man kennt das. Man isst zum Beispiel Stierhoden. Und klassische Situation. Genau, richtig. Ich habe auch ein paar Tiefkühler, zwei richtig dicke Oschis. Na, cool. Genau, und das zum Beispiel ist auch sehr interessant. Also
Ne, man sagt ja, ne, wenn du Stierhoden isst, Testosteron wird gesteigert, ne, du wirst halt quasi männlicher, ne, und hast mehr Energie und mehr Kraft. Und das kann man auch erklären, dass in diesen Hoden eben auch Peptide drin sind. Ne? Also der Körper weiß, okay, gut, da kommen Peptide, quasi Stierhodenpeptide, ne, aus den Stierhoden, und man halt isst die, ne, und diese Peptide, quasi der Körper weiß, was er mit diesen Peptiden machen muss, und zwar auch, ja, die Hoden anzutreiben, zum Beispiel, ne, um mehr Testosteron zu bilden. Genau, also hat man jetzt die Wahl. Man kann eben die Stierhoden direkt essen, man kann das Organextrakt nehmen oder quasi die Kapsel, ne? Oder man nimmt ein reines Peptidextrakt, was man dann eben so entweder als Kapsel nimmt oder als Tropfen unter die Zunge. Also ich bevorzuge eher die Methode unter die Zunge, weil ja, es geht halt durch die Schleimhäute direkt ins Blut, ne? Das ist halt eben auch nochmal, finde ich, irgendwie, ja, auch wenn es Placebo vielleicht ist, aber irgendwie viel effektiver. Ne? Ja, ist auf jeden Fall lieb von dir, dass du den Zuhörern die Wahl gibst zwischen Stierhoden direkt essen oder Stierhodenpeptide nehmen. Genau, genau. Muss er dir für sich selber wissen, ne? Genau. Aber wo du es jetzt noch roh. Wo du jetzt, hast du schon mal rohe Hoden von irgendwelchen Tieren gegessen? Nee. Es ist vielleicht noch auf meiner To-Do-List. Ich weiß nicht. Muss man doch schauen, also ja. Es ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat mich das mal gefragt, ich weiß nicht, ob es der Fleischer war, bei dem ich war, oder irgendjemand. Er meinte so, ja, wie absurd ist das eigentlich, du isst die Hoden und wirst dadurch männlicher. Sozusagen. Also, der kam da drauf nicht klar, also der war wie so, wie so ein Dorffleischer, der so lauter Zeug abgeholt und der so, okay, du willst es essen? Ich so, ja, Gehirn und so, nehme ich alles, passt. Weidebullen. Also kein Stier, aber ein Weidebulle. Ja, ja, genau. Ja, ja, cool. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Frag dich nun ehrlich, wie kannst du das hier Gelernte in dein Leben integrieren? Denn nur durch die Umsetzung wird dir Wissen wirklich helfen. Noch eine kurze Bitte. Schicke diese Folge an einen Menschen, dem das hier geteilte Wissen helfen kann. Damit unterstützt du nicht nur die Menschen, die dir wichtig sind, sondern auch den Bewusstsein und Physis Podcast. Danke und bis zur nächsten Folge. Denk daran, du bist besser!